Mahlzeit, Leute, wir sind zurück auf der Avenger. Leider mit einigen Verletzten oder zwei Verletzte, aber auch einigen Beförderungen. Fangen wir mit denen mal an. Rabea ist jetzt hier tatsächlich schon auf Gunnery Sergeant und tja, da wird es etwas schwierig, weil ich mir auch nicht hundertprozentig im Klaren bin über die Perks. Also Spionagetechnik ist einfach. Dieser Soldat bietet deutlich reduzierte Infiltrationszeiten bei Einsätzen. Punkt. Fertig. Nee, also nicht das, was ich hier will. Dann haben wir die beiden. Den Überfallangriff. Erhalte einmal pro Runde eine Zusatzaktion nach einem Standardangriff mit der Primärwaffe auf einen flankierten oder exponierten Gegner. So, wir bekommen eine Zusatzaktion. Jetzt ist die Frage. Einen Standardangriff auf einen flankierten oder exponierten Gegner. Zählt der Flash-Angriff als Standardangriff? Vermutlich nicht, weil es ist ja im Grunde genommen ist es ja eher so eine, ist das ja fast wie Sturm und Schuss. Also das, das Gegenstück dazu, denn wir sprinten ja und schlagen danach. Das heißt, es würde... Naja, nee, gut, komplett. Vergesst es. Vergesst es. Mit der Primärwaffe. Wir kämpfen zwar fast ausschließlich mit dem Schwert, mit den Shinobis, aber die Primärwaffe bleibt deswegen trotzdem die Laserwaffe, die wir hier sehen. Das ist die Primärwaffe. Das heißt, wir würden eine Zusatzaktion bekommen, wenn wir mit der Primärwaffe einen Schuss abgeben auf den flankierten oder exponierten Gegner. Und ihr wisst, dass ich das Ding so gut oder ganz selten einsetze bei Shinobis. Das heißt, das bringt uns eigentlich nicht viel. Was haben wir denn? Wirbelwind. Wenn du mit einem Nahkampfangriff während deiner Runde triffst, erhältst du eine Zusatzbewegungsaktion. Okay. Kann nicht verwendet werden, wenn Sensenmann aktiv ist. Sensenmann haben wir nicht. Also, dann nehmen wir, glaube ich, das. Da könnte man zum Beispiel, wenn wir... Ja, wenn man einen Flash-Angriff macht, den Gegner tötet, kann man sich danach noch bewegen. Das heißt, ich könnte mich danach vielleicht direkt noch neben einem zweiten Gegner postieren, der, wenn er dann dran ist, den Klingensturm zu spüren bekommt. Also ich denke, das macht Sinn. Okay, nehmen wir den Wirbelwind. Dann haben wir Seras, der jetzt erstmal lange verletzt ausfällt und auch noch dazu erschüttert ist. Aber nichtsdestotrotz gibt es eine Beförderung. Wir nehmen hier, ich möchte hier einfach mal den Sensemann ausprobieren. Ausweichmanöver hat Rabea. Ja, ist die Frage, ob das wirklich so extrem nötig ist. Der Jagdinstinkt ist auch wieder eine Sache mit Fernkampfangriffen, mit plus 2 Schaden. Wir probieren den Sensemann. Ich bin mir zwar nicht wirklich über die Stärke, also kann mit Sturm und Schuss kombinieren, kann nicht mit Sturm und Schuss kombiniert werden. Okay, das ist uninteressant. Aber es ist ja so, wir hatten das, glaube ich, mal bei dem Bradford gesehen, der mit uns mal auf einer Mission war. Der hatte, glaube ich, den Sensenmann. Und es hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Es heißt zwar hier, wir gehen nochmal drauf, ein vernichtender Ketten-Nahkampfangriff, dessen erster Nahkampfangriff nicht verfehlen kann. Für jeden Nahkampfangriff Kill im Sensenmann-Modus erhältst du eine zusätzliche Aktion. Jeder weitere Nahkampfangriff richtet jedoch weniger Schaden. Ich bekomme eine zusätzliche Aktion, heißt aber, ich kann nicht mit einem Flash-Angriff töten und dann den nächsten Flash-Angriff machen, weil ein Flash-Angriff ja zwei Aktionen sind. Das heißt, im Grunde genommen funktioniert das Ding nur, wenn ich eine Position finde, von der ich zwei Gegner gleichzeitig attackieren kann, oder? Also, ich bin mir da nicht zu hundertprozentig sicher, aber in Ermangelung der Alternative nehmen wir hier einfach mal den Sensemann und probieren es dann einfach mal aus. Was soll der Geiz? So, dann haben wir der Erte. Ja, hier war es ähnlich, dass ich mir... hier bin ich mir auch ziemlich unsicher. Wir haben hier
Erhalte einmal pro Runde eine Zusatzaktion nach einem Standardangriff mit der Primärwaffe auf einen flankierten oder exponierten Gegner. Flankiert oder exponiert ist im Grunde fast jeder Gegner, den ich mit einem Sturmsoldaten angreife, weil ich ja meistens direkt auf dem Nachbarfeld stehe. Also ist es ein Flankenangriff oder ein... greift nicht, wenn ich diesen Angriff mit Sturm und Schuss gemacht habe. Von daher nehmen wir ihn erstmal weg. Hier haben wir was Ähnliches, oder? Du erhältst einmal pro Runde eine Bonusaktion, wenn du mit deiner Primärwaffe einen Standardschuss auf einen Feind innerhalb von 4 Feldern abgibst. Also im Grunde genommen fast dasselbe. Also innerhalb von 4 Feldern bin ich eigentlich auch bei jedem Schuss. Aber auch hier ist das Ganze nicht oder funktioniert das nicht, nachdem Sturm und Schuss aktiviert wurde. Und dann bleibt eigentlich noch der in der Mitte, das Schnellfeuer. Feuere zweimal nacheinander auf einen Gegner. Jeder Schuss unterliegt einem Zielsicherheitsabzug von 15. Diese Fähigkeit unterliegt keiner Abklingzeit. Und die ist nicht irgendwie... da gibt es keine Restriktionen drauf. Also die ist mit Sturm und Schuss kombinierbar. Und ich denke, das ist dann auf jeden Fall das Beste, weil... Der Nahkampfangriff, wenn ich direkt davor stehe, sind 100%. Das heißt, es geht auf 85 runter, sollte immer noch ein Treffer sein und ich darf zweimal schießen. Das ist, denke ich, dann schon die beste Wahl. Gut, das war's. Semper können wir dann noch in die Ausbildung bringen. Ich weiß nicht, habe ich das schon... Nee. Ich will hier Folgendes machen, weil Semper jetzt schon zweimal hier mit Freya unterwegs war, möchte ich ihn dort eigentlich auch drin lassen. Das heißt, wir nehmen ihn hier aus Fenrir raus, packen ihn hier mit rein, werden hier in Fenrir diese Dame, Melissa Bell, reinpacken, die Psi-Soldatin, wobei wir da auf jeden Fall noch Namen vergeben werden. Ich habe da noch so ein paar im Petto, sollte sich bis dahin niemand melden. Und was wir mit Le de Guerre machen, wo wir den reinpacken, muss ich mir auch noch überlegen. Aber nicht heute. So, dann können wir Semper hier gleich zuweisen. Und zwar, was haben wir denn? Ermunterung. Der Psi-Soldat kann augenblicklich mentale Beeinträchtigung eines Teammitglieds aufheben. Der Psi-Soldat ist immun gegen Feuer, Gift, Säure und Explosivschaden. Ich glaube, das gefällt mir ganz gut hier. Die nehmen wir mal, die Bollwerk-Ausbildung. So, jetzt können wir hier den... Okay, da sind die... sind zugeteilt. Wie lange braucht er jetzt? Oder waren die 9 Tage schon... Ne, dauert 6 Tage. Okay, gut. Sehr schön. Dann sollte es das hier außen jetzt gewesen sein. Hier ist nichts zugeteilt. Ach, habe ich da... Ah, da habe ich vor lauter Quatschen beim letzten Mal nichts reingemacht. Ich wollte ja hier bei Sledge das Feuer erwidern. So, okay, gut. Dann sind wir hier. Und wir haben noch hier ein bisschen zu scannen für den Radiosender, den wir jetzt haben. Während wir das Gebiet in niedriger Höhe überflogen, entdeckten wir aufsteigenden Rauch über den Ruinen eines alten Funksenders und Übertragungsturms. Obwohl der Sender schon lange nicht mehr aktiv war, hatte irgendwer aus den Materialien des Turms einen einfachen Verstärker improvisiert. Unsere Ingenieure konnten Teile seines Generators entnehmen und zur Verstärkung des Energiekerns der Avenger anpassen. Wir kriegen +3 Energie. Das trifft sich ganz gut und jetzt fliegen wir mit der Avenger hierhin und holen uns einen kostenlosen Ingenieur ab. So, neues Ziel. Westasien. Operation Gefallener Spalt. 30 Info, aber ein Tag, 13 Stunden müssen wir ignorieren. So, und jetzt wird's spannend. Jetzt ist die Energiespule abgeschirmt. Ein neuer Raum ist für den Bau einer Einrichtung verfügbar. Wir kriegen die Ingenieure frei, die daran gearbeitet haben. Wir kriegen 30 Kristalle.
Und was das Allerwichtigste ist, wir werden jetzt hier die Schattenkammer bauen. Wir haben die 250 Vorräte ja aufgehoben. Wir haben genug Legierung, genug Kristalle, genug Kerne. 45 Tage, wobei wir das natürlich jetzt entsprechend reduzieren, indem wir dort Ingenieure zu... Kann ich hier nur einen? Wieso kann ich hier nur einen? Habe ich nur einen freien Ingenieur? Nee, ich habe doch mehrere. Oder kann beim Bau immer nur einer helfen? Scheinbar beim Bau kann wohl immer nur einer helfen. Dann nehmen wir natürlich die restlichen freien oder den restlichen freien. Das andere ist, glaube ich, ein Kremlin. Nee, es sind zwei Ingenieure. Gut, dann dürft ihr hier weitermachen. Dann dürft ihr hier weitermachen mit dem Freiräumen. Bringt uns auch wieder 58 Vorräte und dauert mit Unterstützung dieser zwei Ingenieure 15 Tage. Okay, weiter geht's. Oh oh, was haben wir jetzt? Was war das? Ein... Commander, wenn wir den Fortschritt der Aliens bei diesem Avatar-Projekt verlangsamen wollen, sollten wir eine ihrer Einrichtungen angreifen. So, okay Leute, diese Mexiko-Geschichte, da müssen wir jetzt demnächst rein. So, in einem verzweifelten Versuch, ihre Unabhängigkeit von Advent zu sichern, errichtete eine kleine Gemeinde eine provisorische Palisade um ein lokales Funkgerät. Wir fanden den Techniker, der für den Entwurf zuständig war, und Dr. Shen konnte ihn überzeugen, sich ihrem Team anzuschließen. Dr. Boris Golubev. Wir haben einen Ingenieur mehr. Dem können wir jetzt gleich was zuteilen. Nämlich ihr helfen. So, und jetzt sind das Ganze nur noch 10 Tage. Wir schauen mal hier rein. Wir sind truppmäßig. Naja, wir sind schon relativ gut besetzt. Es sind weniger Ausfälle. Also Frage ist, gehen wir diese Mexiko-Geschichte jetzt an? Also infiltrieren wir dort jetzt? Wir haben momentan auch ziemlich wenig offene Geschichten. Hier ist Wotan dran, hier ist Tyr dran, hier ist Loki dran. Also wir haben nichts Offenes, aber wir hätten dieses Monument. Morbider Fremder. Wir schauen es uns mal an. Auf Sektor 8, Mexiko. Wen wir alles so verfügbar haben und könnten ja schon mal einen Trupp zusammenstellen. Was ja nämlich der Trupp Valhalla wird das ja wieder sein. Und wir brauchen hier einen 10er-Trupp. So, ich fange mal an. Rabea. Ah, Exotic ist unterwegs. Brauchen wir noch einen Shinobi. Danny könnte man nehmen. Er hat aber, glaube ich, noch keine Laser-Geschichten. Nee, also ich warte. Komm, wir warten hier noch ab. Wo? Das ist Wotan. Ein Tag, eine Stunde. Die müssen jetzt, glaube ich, eh alle geboostet werden. Wo ist... Hier ist hier. 21 Stunden. Naja, wir warten ab, bis Wotan noch zurück ist. Weil hier einige dabei sind, die ich mitnehmen möchte. Für diese Mexiko-Mission. Also, okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal nichts, was wir hier sonst noch tun können. Wir helfen irgendwo mit dem Scannen und wenn wir jetzt schon hier sind, der Avenger, dann helfen wir auch hier in Neu-Mexiko einfach. So, Operation Schwarzer Adler. Feindmaterial. Leichen werden geborgen. 7 Tage, 5 Stunden. Das klingt gut. Und wir können Feindstärke reduzieren. Das schauen wir uns an. Setze Kurs auf die Arktis. Ups, nein.
Odin. Hatten wir gerade im Einsatz. Wie sieht's bei Thor aus? Gering. Wir hätten das Ganze auf gering mit diesem, mit einem 7er Trupp sogar. Ist die Frage. Schaffen die 7 das? Oder nehmen wir einen raus und könnte mir entweder, wenn wir einen rausnehmen, kriegen wir es dann auf extrem gering. Wenn das so sein sollte, gehen wir zu 6 rein, ansonsten gehen wir, glaube ich, mit den 7 rein. Wir nehmen mal Jim raus. Ah, sehr gering. Gering. Und was ist, wenn ich dich hier rausnehme? Auch sehr gering. Ja, nehmen wir, ich glaube, einen nehmen wir raus. Wen habe ich jetzt rausgenommen? Wen hatte ich hier jetzt rausgenommen? Nanga Parbat. Oder spielen wir es auf gering? Gering sind 13 bis 15. Das sind natürlich auch mehr Leichen für uns. Und wir haben hier schon eine 7er Truppe. Zwar keine Laserwaffen, aber einen Spark. Sunny ist dabei mit dem Scharfschützengewehr. Einen guten Shinobi. Dark Sun. Ja, komm. Ich glaube, wir probieren das hier auf gering. Jetzt schauen wir mal nur, wie sieht's aus. Ein Medikit. Zwei Medikits ist okay. Granatentechnisch. Ist das, denke ich, auch ganz okay. Ja, das ist in Ordnung. So. Das werden wir so spielen. Ich überlege jetzt gerade, haben wir irgendwie was Schönes? Haben wir hier irgendeine schöne Geschichte? War irgendwie Gift. Hab ich diese Giftgeschosse schon? Nee. Wir könnten eine Gasgranate hier mitnehmen, anstatt bei Jim. Ich glaube, das gucken wir uns mal an. Er hat hier zwei Blendgranaten und eine Splittergranate. Eine Blendgranate. Ich glaube, wir nehmen mal eine raus und nehmen so eine Gasgranate mit. 1 bis 3. Reichweite 10, Radius 5. Giftgas frei. Verlangsamt, fügt ihnen Schaden über Zeit zu. Okay. 10, 2 bis 5. 1 bis 3, Radius 5, Radius 3. Okay, es hat einen größeren Radius und wir haben eben diese Vergiftungsmöglichkeit. Ich glaube, wir probieren das einfach mal aus. So. Und dann würde ich gern eben mal hier Stieglitz, unserem Bene, Red Screen Geschosse mit. Das in Verbindung mit Nanga Parbat könnte uns dann vielleicht doch den ein oder anderen gehackten Mech bringen. So, okay Leute, ihr schafft das. Tor, auf geht's. Man ist bereit für Einsatz. So, infiltrieren. Und wir, naja, wenn wir jetzt da sind, dann scannen wir halt hier. Widerstand, Kommunikationseinrichtung, einsatzbereit. Die Kommunikationszentrale ist fertig, wunderbar. Auch das schauen wir uns natürlich an, das ist unsere zweite jetzt. Und wir können hier eine Drohne einsetzen. Und können jetzt schon 14 Kontakte haben, also 3 weitere. Ihr seht's. Und wie sieht's mit den Infos aus? Wir sind bei 144. Ich weiß, dass jetzt
Jetzt stehen zwar Boosts an, aber rein theoretisch ist es jetzt schon machbar. Wieder für 80. So, wir haben hier Sturmsoldat. Da machen wir mal weiter. Wir haben den Shinobi. So, welche Regionen sind denn hier noch offen? Wir haben Westeuropa. 160 Info. Wir haben Ostafrika. 160. Wir haben Westafrika. Wollen noch gar nicht hinkommen, oder? Sehe ich es richtig? Westafrika. Haben wir noch gar keine Verbindung. Wir haben hier unten 160. Wir haben Brasilien. Okay, es ist überall 160. Wir brauchen also, um das Ganze auf 80 zu bekommen, müssten wir eh noch irgendwo wieder ein Funkrelais bauen. Und jetzt ist die Frage, wenn wir hier in Nordamerika ein Funkrelais bauen, und zwar hier oben in Ostamerika, um genau zu sein, kriege ich die hier vergünstigt und ich kriege die hier vergünstigt und wir würden diesen Kontinentbonus bekommen, der uns was bringt. Objekte kosten 20% weniger Vorräte. So, EMP-Granate haben wir auch fertig. Tja, was kostet uns denn ein Funkrelais zu bauen? 400 Vorräte! Wow! Die haben wir nicht. Also, die haben wir jetzt nicht. Dann, ja, dann müssen wir, aber dann ist das halt ein Thema, sobald wir sie haben. Und in 7 Tagen gibt es wieder Vorratslieferung. Ich denke, das sollten wir aber auf jeden Fall tun. Hier unten haben wir den Kontinentbonus schon. Hier haben wir ihn auch. Wir könnten auch eines in Osteuropa errichten und dann Westeuropa kontaktieren. Was bringt hier? Das kostet wahrscheinlich das gleiche. Ja. Und wir hätten hier bestens bewaffnet. Alle Primärwaffen erhalten einen zusätzlichen Verbesserungsplatz. Muss ich ehrlich gestehen, wäre mir wahrscheinlich sogar fast der liebere Kontinentbonus. Einen zusätzlichen Verbesserungsplatz auf allen Waffen. Und hier kriegen wir 20% Ersparnis bei Schwarzmarkteinkäufen. Und naja, ihr wisst, ich habe so gut wie noch nie was gekauft dort. Keine Ahnung, ob das falsch oder richtig ist, aber ich glaube, wir peilen das Ganze dann hier an. Wir bauen hier in Osteuropa und ja, deswegen setze Kurs auf Osteuropa. Lasst uns da schon mal hinfliegen, lasst uns hier scannen. Ah, Neuchile, okay, das ist, genau, der ist jetzt soweit. 25 Infos gibt's, wir sind auf extrem gering, wir sind auf normal, wir müssen hier nichts boosten. Und wir haben hier sowieso einen starken Trupp-Tier im Einsatz mit 7 Mann. Ja, da mache ich mir keine Sorgen. Aber das spielen wir morgen, liebe Leute. Also, ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und wenn ihr sehen wollt, wie wir dieses Advent-Monument in die Luft jagen, dann schaltet morgen um 18 Uhr wieder ein. Trupp-Tier ist am Start. Operation Eherner Monarch. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.